one's a piece of cake. Willkommen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ultra Sonne. Wir sind hier im Canyon von Pony nach einer wohlmöglich stärksten Herrscherprüfung überhaupt und haben es geschafft, uns durchzukämpfen bis hierhin, bis zu den Legis. An diesem Ort kann man die Kraft der Sonne sehr deutlich spüren. Wölkchen, bevor ich dich in deine ursprüngliche Gestalt zurückverwandelte, muss ich Mutter finden. Achso, zurückverwandle, ich wollte gerade sagen. Hä, du hast noch gar nichts verwandelt, Alter. Ich werde ihr mit meinen eigenen Worten sagen, was ich empfinde. Niemand muss da allein durch. Wir sollten uns alle gemeinsam um Necrozma kümmern. Ich glaube, deine Mutti ist ein bisschen größenwahnsinnig so geworden, ne? Also die will gar nicht so ein bisschen Necrozma befreundet sein. Die will einfach nur ein bisschen ausrasten, die Frau. Okay, du gehst auf das Podium. Steps durch das Wasser dort auch, ey. Finde ich sehr, sehr auch designt einfach, ne, das ganze Podium. Sehr, sehr knorke. Gut, folgen wir der Lily mal, spielen das Lied und schauen, was passiert. Ich habe selber noch gar nichts gesehen von der Cutscene oder von allen möglichen Krams hier. Ich hoffe, es ist anders als in Sonne und Mond. Theoretisch müssten wir jetzt Sol Galeo rufen. Das Wasser wird regenbogenfarbend. Genauso wie der Strang, der Fall und das komplette Podium. Damit öffnet sich das Portal. Und was kommt nun? Ein Strahl auf dem Boden. Und da muss noch ein Pokémon hinzukommen. Und zwar... Nein, nicht mein Rucksack! Der war teuer! Und zwar ist es Cosmovium, der die Kraft aufnimmt und sich nun entwickeln tut. Aber es kann nicht Necrozma werden, es kann nur Sol Galeo werden. Und da haben wir den Boy. Yeah, man. Sol Galeo ist am Start. Mega geil. Mega geil. Ich liebe Sol Galeo einfach vom Design her. Sieht einfach super cool aus. Welchen geht es dir gut? Ich bin ja so froh. Bin ich vielleicht erschrocken, als das plötzlich aus dem Rucksack da gesprungen bist? Das geht ja gar nicht. Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöten dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich durch zu dem legendären Pokémon entwickeln würdest? Was? Dass du dich durch... dadurch zu den legendären Pokémon entwickeln würdest. Achso. Lailio. Okay, davon stand nichts in den Büchern, die ich studiert habe. Jetzt muss ich gleich aussetzen, Junge. Du bist zu groß für den Rucksack geworden. Sol Galeo. Ich meine Wölkchen. Bitte, ich muss unbedingt zur Mutter. Sie sollte nicht auf eigene Faust versuchen, den Crosshaus zu stoppen. Schließlich wollen wir ja alle Alola retten. La Lionel. Ist das irgendwie so ein neuer Slogan? La Lionel? Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall mega süß, dass die beiden immer noch so ein freundschaftliches Verhältnis haben, auch wenn er jetzt ein richtig dickes, legendäres Pokémon ist. Jetzt können wir endlich Mutter finden. Bromley! Bromley, aber warum? Das ist vorhin nicht passiert. Was? Mutter! Necrozma kommt! Okay! Kinder! Flieht! Diese Kreatur ist ein Monster! Mutter! Was passiert nun? Das ist Necrozma. Als es erwachte, verfiel es augenblicklich in rasender Wut und schlug um sich herum in der Flucht. Bring dich in Sicherheit, Lily. Du kannst hier sowieso nichts ausrichten.
werde euch beschützen. Let's go. Oh, bitte tu nicht das, was ich denke. Bitte tu nicht das, was ich denke. No Fusion Time. Keine Cutscene, bitte. Scheiße, es passiert. Es passiert. Nein, Wölkchen, nein, lass es. Oh, Kampf der Lichter. Huhu, ist ja wie bei Star Wars hier. Dammit. Ne, Cosmo. Nein, 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 tu es nicht. Nein. Oh, es ist so sad für Lily, Alter. Ihr geliebtes Wölkchen ist einfach jetzt ein Monster. Oh nein. Inselkönig, das ist ganz klar. Was ist ganz klar? Nanu, warum bin ich plötzlich so unruhig? Kaplusium. Was für eine seltsame Kreatur. Das soll also mein verlässlicher Enkel machen, jetzt wollte ich gerade sagen. Also das geht viel zu schnell weg, der Text. Kapuriki kommt, okay. Ricky regelt, Alter. Der Zerstörer ist nicht umsonst im Overused, Alter. Leg dich auf jeden Fall mit einem Mon in deinem Tier an. Kapuriki, bist du hier, um uns zu beschützen oder suchst du nur einen Sparrings-Partner? Die übrigen Inselkönige werden sicherlich Ähnliches erleben. Ich zähle auf euch, meine Freunde. Da kommen die Kapus, da sind sie. Oh mein Gott, Alter, ich liebe das Finale von Pokémon Sonne und Mond. Es ist mega episch. Besonders, wenn jetzt der Plot-Twist kommt mit Necrozma auf einmal. Mayla, hast du Kapu Falla bei dir? Sie hat auf jeden Fall Moskito, ein paar stärkere Ärmchen und da ist auch Nuts. Yasuo heißt er, glaube ich, ne? Er sagt sich so, oh, kein Problem für mich, Alter. Voltriant. Wow, wow, Hapu. Klär das. Klär das, Fräulein. Die Ultrabestien rasten komplett aus und wir sind jetzt hier vor Necrozma. A.K.A. Solgaleo. Jetzt schon? Wir haben nicht mal die Möglichkeit, unsere Pokémon zu switchen! Necrozma erscheint. Könnte ich theoretisch einfach Meisterball werfen? Jetzt mal ohne Flachs. Ihr habt gesagt, das Ding zerbumst mich komplett. Ne? Kann ich nicht jetzt hier einfach sagen, Master Ball? Ich kann es nicht fangen, weil es mit einem anderen Pokémon fusioniert ist. Es ist minus 1 Angriff. Ich mach ein Schutzschild. Wir gucken, was er macht. Wir gucken, was er macht. Ich bin mir sehr sicher, dass er ein Z-Move zünden wird. Stahlgestirn, okay. Trifft uns sehr effektiv und one-shottet uns. Wohl möglich. Stahlgestirn würden wir resisten auf Avatar. Was kann Avatar da machen? Welche Typenkombi bist du? Du musstest normalerweise Stahl-Psycho sein, wenn ich mich nicht recht irre. Oh, Leute, so intens, Alter. So intens. Solgaleo. Ich muss mal in den Cross mal gucken, ne? Ja, Mann, ich muss mal in den Cross mal gucken. Die Musik ist auf jeden Fall mega pervers. Ne, Cross mal. Psychostahl, wie ich sagte, Psychostahl. Oh boy, oh boy, oh boy. Wir haben Timo, der kann richtig Damage machen mit seinem Parium Z. Avatar an. Ich opfer Baba. Ich opfer Baba. Das ist viel, viel intelligenter. Wir opfern Baba erstmal. Baba ist eh nur ein Platzhalter gewesen. Ich will Avatar hier nicht, auch wenn ich das vierfach resiste. Er resiste es einfach. Stahlgestirn kommt. Boah, verdammte, Alter. Verdammte. Baba. What are you doing? Können wir irgendwas tun? Irgendetwas, was uns helfen könnte? Irgendein Item, was das Team auf
Powered oder sowas. Eine Rotumkraft vielleicht. Warte mal, für was zählt das? Der eigene Pokémon. Warte mal, wir ballern das mal rein. Geht das für alle Mons? Nee, es gilt tatsächlich nur für Baba. Morgengrauen hat er gemacht. Das heißt, wir outspeeden jetzt. Aber was machen wir? Borschnabel einfach anzuhitten? Wir hitten ihn einfach mal an. Baba, let's go! Nachthieb. Okay, Baba. Du hast ihn auf jeden Fall angehittet. Timo. Timo, 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 Timo. Du hast eine physische Defensive, die ist mega! Und ich will das Ding jetzt tot sehen. Z-Panzerfalle. Stahlgestirn, das resisten wir. Und er ist minus 1. Timo, wenn du mich liebst. Junge, wenn du mich liebst. Was denkst du? Das war ein physischer Angriff. Das heißt, ist egal. Ist egal. Das ist so egal. Wir besiegen ihn einfach. Das ist gut. Das ist super gut gerade. Erstmal, das ist ein heftiger Angriff. Danach haben wir Panzerfalle nochmal. 150er Stealth Move. Und damit... Wir besiegen wirklich Necrozma. Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. LOL. Rotom sagt noch einmal. Mach noch mal Zero. Es ist theoretisch egal. Das war's. Nachthieb, das tanken wir. No words need. Necrozma einfach gekillt, ohne ein Pokémon zu verlieren. Außer Baba. Und Baba war nur Platzhalter. Das nenne ich perfect. Perfect, perfect, perfect. Jungs und Mädels. Stabilo wie ein Stift. Stabilo wie ein Stift. Too easy. Hitzekoller. Den brauchen wir gar nicht. Huh. Intens. Intens. Aber okay. Kein Problem für uns. Und ihr dachtet, bei den Ultra Necrozma ist das hier vorbei. Und ihr dachtet, bei Ultra Necrozma ist das vorbei. Verschwinde wieder, Necrozma. Arrivederci. Ah, Wölkchen ist weg. Und die Finsternis kommt. Vielleicht kommt es ja gleich nochmal wieder und stattet uns einen Besuch ab. Kann ja sein. Necrozma hat sich des Lichtes von Alola bemächtigt. Bald schon wird alles ringsrum vollkommen Finsternis anfallen, ausfallen, was auch immer. Ich werde das Licht von Alola vermissen. Es ist warm und angenehm. Was sollen wir tun? Auf mich wirkte Necrozma so, als ob ihm etwas fehle. Und es deshalb große Qualen leide. Du machst dir wirklich Sorgen um dieses Monster? Du bist vielleicht zu gütig, Lily. Dass du mit Cosmog durchgebrannt bist, geht doch gewiss ebenfalls auf das Konto deiner Gemütlichkeit, nicht wahr? Wie naiv. Ihr könnt uns behilflich sein. Genauer gesagt brauchen wir jenes legendäre Pokémon, mit dem ihr von einer Welt in die nächste gelangt. Sie haben vielleicht Nerven. Hey, nicht streiten, dafür haben wir keine Zeit. Puh. Als ich mir vorhin deinen Kampf anschaute, erregte etwas meine Aufmerksamkeit. Necrozma schien sich sehr für den Armreif zu interessieren, den du da trägst. Wie hieß er noch? Z-Kraftring? Er hat auf den Z-Kraftring abgesehen. Du hast im Lauf deiner Inselwanderschaft bestimmt schon jede Menge Z-Kristalle gesammelt. Stimmt, Zero? Ja. Jedenfalls mehr als die Captains der Inselkönige und Inselkönigin, die sich ja immer nur auf einen bestimmten Typen konzentrieren. Die Z-Kristalle haben es ihm also angetan. Interessant. Da es dir geglückt ist, Solgaleo herbeizurufen, könntest du sicher auch auf unserem Lunala in die Welt begeben, in der sich Necrozma aufhält. Diese Fortbewegungsmethode unterscheidet sich nicht sonderlich von eurem Pokémobile. Genau, aber bei uns sagt man dazu Ultra Warp.
Um in die Kosmoswelt zu kommen, musst du das weiße Warploch durchqueren. Die übrigen Warplöcher transportieren dich nämlich in völlig andere Welten. Vielleicht gelingt es dir sogar noch, Necrozma zu retten. Die Gefahr ist irgendwie doch noch nicht gewandt oder gebannt, wie ich finde. Ich glaube, wir müssen doch noch gegen eine Necrozma-Form kämpfen. Wir werden nicht geheilt, tatsächlich, okay. Aber wir sind geheilt, okay. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wenn wir sagen, let's go, Jungs und Mädels. Save nochmal. Und let's go. Möchtest du ansteuern? Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, glaube ich, wieder. Pokémon Ultrasonne und Ultramond.